Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, habe ich hier ein neues Unboxing-Paket für euch. Ich hatte bei AliExpress bestellt. Ich habe es vorher schon einmal aufgemacht, weil es so schwer ging. Das war so zugeklebt. Gut, aber reingeguckt habe ich noch nicht. Und das mache ich jetzt mit euch. Also, los geht's. Ich stelle es einmal zur Seite. Und dann packe ich mal aus. So, wie ihr seht, habe ich einige Budgetbinder bestellt. Die haben so schicke Muster und Farben, finde ich. Hier sieht man, hier ist ein kleiner Transportschaden entstanden. Aber vielleicht geht das ja nochmal weg, wenn man es öfters benutzt und besser hinstellt. Ja, ich mache mal auf. Also hier sind wieder die Budget-Sheets dabei. Noch einige Zipper-Bags. Genau. Und hier haben wir noch ein paar Klebeetiketten und Glitzerbuchstaben zum Aufkleben. Ja, und das Ganze hat um die 11 Euro gekostet. Finde ich super in Ordnung. Ne? Und sieht auch schick aus. Richtig schön. So, weiter geht's. Jetzt packe ich mal den nächsten aus. So, das waren auch ganz schicke im Marmor-Gold-Design. Und da habe ich alle Farben bestellt. Das ist einmal der Goldblaue, hellblau. Ja, und wenn wir den aufmachen, das war auch wieder ein Gesamtset mit Budget-Sheets, ein Lineal und einige Zipper-Bags. Ja. Und auch hier ist es wieder eine Magnetschließe. Genau. Beim anderen war ja eben vorher eine mit Knopfverschluss. Auch super süß. Und hier sind auch nochmal wieder ein paar Aufkleber für die Zipper-Bags. Ja? Genau. Ja, auch sehr schick. Jetzt kommt der nächste. Einmal in lila mit Gold und Marmor-Design, auch sehr schön. Also ich habe mich richtig gefreut auf die Bestellung. Insgesamt hat es, glaube ich, 10 Tage gedauert, bis das Paket bei mir war. Aber auch sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Und auch die haben um die 11 Euro gekostet. Ja. So, jetzt gehe ich zum nächsten. Auch wieder das gleiche Modell, nur in Rot oder Pink. Rosa wurde das bezeichnet. Ja. Wieder mit Aufklebern für die Zipperbags, Etiketten. Und hier mache ich einmal auf. Genau. Hier sind auch wieder einige Zipperbags drin. Mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 Stück. Und Budget Sheets. Genau. So, jetzt geht's weiter. Das ist einmal der in Blau. Das andere war ja, zeige ich euch die einmal. Blau, Rot, Lila und in Mint. Ja? Super schön. Jetzt packe ich den auch noch mal aus. Uiui, so viele Tüten. Der ist auch schick. Richtig schick. Oder? Wie findet ihr die? Finde ich super. Und auch der Preis ist super. Genau. Hier sind auch wieder 12 12 Zipperbags mit bei. Und die Budget Sheets. Und alles ist, ja, die Ringe sind alle in Silber. Funktioniert auch gut. Ja, finde ich richtig gut. So, einen habe ich noch. Das ist ein einzelner Binder. Und den fand ich so schön. Man sieht ja, wie das funkelt. In Roségold. Den fand ich auch super schick. Auch wieder mit Magnetschließe. Silbernen Ringen.
Und der hat so um die 10 Euro gekostet. Da waren aber keine Beilagen. Keine, ja genau, Beilagen mit dabei. Ja, aber trotzdem schick und sieht gut aus. Hat keine Fehler. Richtig schön. Ja, genau, das war es eigentlich schon. Ne? Seht euch, ich werde sie nochmal hier aufstellen. So. Ja, so kann man es nochmal sehen. Richtig schick. Also ich bin zufrieden mit meiner Bestellung. Nun werde ich mal sehen. Ich habe einige Sparziele. So werde ich mir die mal alle einrichten. Und wenn ich soweit bin, dann werde ich das auch mal abfilmen für euch. Also, wenn euch das Video gefallen hat, meine, ja, Shoppingbeute, dann macht den Daumen nach oben. Und wenn ihr Lust auf mehr habt, ich werde noch nach und nach immer mal ein paar Bestellungen aufgeben und auch bald meine Spar-Challenges zeigen, dann lasst ein Abo da. Und sonst, wenn euch was aufgefallen ist oder ihr Fragen habt, dann lasst auch einen Kommentar dort. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!